Jerseys, soweit das Auge reicht. Wir sind heute auf der 7. Game One Jersey Expo hier in Düsseldorf und lassen uns erklären, was den Reiz des Jersey-Sammeln ausmacht. It's okay. An meiner Seite steht jetzt Andreas, mein Namensvetter. Wunderbar, Andreas. Wie kommt man dazu, Hockey-Jerseys und vor allen Dingen Game-One-Jerseys zu sammeln? Das ist ja eine Leidenschaft, die auch mit viel Geld verbunden ist. Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Ja, kam eigentlich relativ simpel. Ich habe bei unserem Fanstand in Kassel von meinem Heimatverein, wo ich hingehe, einen Gamer hängen sehen und fand ihn cool, weil er sich ja doch unterscheidet zu den normalen Fan-Trikots, weil eben Namen genäht sind, die Ärmel, die Schultern, alles doppelt genäht sind. Hebt sich halt ab, ist was Besonderes. Gibt es auch so nur einmal. Wird extra für den Spieler angefertigt. Und ja, irgendwann mal angefangen und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ich denke, solche Jerseys haben nicht nur einen finanziellen Wert, sondern auch einen emotionalen Wert. Was sind denn so deine Lieblingsstücke? Also da würde zum Beispiel Milwaukee Admirals, Braden Pym, weil das mein absoluter Lieblingsspieler aus Kasseler Zeiten waren, habe ich auch durch einen Bekannten aus dem deutschen Forum, der einen Kontakt in die Staaten hergestellt hat, bekommen. Oder halt der erste war Mike Pellegrims Game One Jersey mit Assistant Patch, also Assistant Captain Patch. Das ist schon so, sag ich mal, was, wo ich sage, bin ich schon stolz drauf, dass ich sie habe, weil sie halt wirklich, also gerade das Milwaukee, relativ selten sind. Ja. Eine Frage, die wir uns stellen. Game One Jerseys, in die Waschmaschine oder nicht? Glaubensfrage offensichtlich. Die einen sagen so, die anderen so. Also jeder wie es hält. Also ist jetzt nicht so, wenn man so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die nicht waschen darf. Na gut, sie werden ja vom Verein eh gewaschen. Also es ist ja nicht so wie bei Fußball-Trikots, wo in jedem Spiel, in jeder Halbzeit ein neues Trikot. Die schwitzen ja auch nicht. Stimmt, die arbeiten noch nicht so viel. Nein, aber es ist schon ein Unterschied. Ich meine, man kauft sie ja quasi gewaschen vom Verein, von den Sammlern. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Sehr gerne. Und wünsche dir noch viel Spaß. Ja, danke. Hi, I'm here with Paul from California. Nice to meet you. Nice to meet you also. Thank you. From which town are you? Visiting from San Jose. Okay, cool. So, sorry for the Western Conference final. Oh, no worries. It happens. And you're we're here at the Game One Expo, and you're with your collection. Tell us something about it. So let's see, we brought a couple of University of Michigan jerseys. Zach Werenski's freshman year jersey is over here. And then also behind it is Brendan Burlon's Big Chill jersey, the outdoor game in Michigan Stadium back in, I believe, 2010. We only brought two Michigan jerseys. We have quite a few more in our collection at home, but lack of space and luggage constraints, that's all we brought. And then we brought some Sharks jerseys for trading. And a couple Ehrhoff Penguins jerseys. So, yeah. Okay, very cool. This is your first time in Germany, or you're always here at the guest? Or This is our second trip here. We came out last year. Stefan also did an expo, and we're here for the expo and the retirement game over at Dusseldorf, which was a blast. It was a quick weekend. We were here for like 3-4 days, and it was one of those trips you come in and out right away. This year we're fortunate, here for a friend's wedding and visiting for 2 weeks, and we go back on Monday, but it's been a wonderful trip. That sounds very nice, and it's very cool to have you here, and
You know all the other guys on the expo, or is it a community you each one gets to know each other, or is it you see some new faces here? Are some new faces, but most of them we know through the forums, from the Facebook groups, and just from over the years of collecting. Many of them I've met, you know, either in California. We always have guests, you know, coming in. You know, California's nice in the winter, and also the trip here last year. You know, got to meet a lot of the collectors live, and which is always the best way. Yeah. So. Thank you very much. Nice to meet you. And thank you. And yeah, maybe you want to say something to the viewers. They should come next year and visit this expo. Yes, I mean, Monica, my wife and I will be happy to make the trip again, and we would love to have you come on out. Stefan does a great job here, and hopefully you're talking with him shortly. So, thank you very much. An meiner Seite ist jetzt Christian, leidenschaftlicher Game One Jersey Sammler. Christian, erstmal danke für deine Zeit. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist es bei dir zu der Sammelleidenschaft gekommen? Eigentlich eher durch Zufall. Ich habe früher schon auf Fußballtrikots gesammelt, dann fing ich mit Fantrikots an und wie der Zufall es wollte, hatte ich eine Dauerkarte neben einem Sammler und der sprach mich dann einfach gezielt an und sagte, warum Fan-Trikots, wenn man auch Game-One-Trikots haben kann. Und dadurch kam ich überhaupt erst in diese Materie rein, weil ich bis zu diesem damaligen Zeitpunkt gar nicht wusste, dass es sowas gibt, dass man die Möglichkeit hat, da ranzukommen. Aber das ist jetzt auch mittlerweile roundabout, ja, zwölf Jahre her. Ja, und dadurch kam dann die Sammelleidenschaft von klein an dann halt. Man hat mit einem 50-Euro-Trikot angefangen und ist irgendwann bei Sachen gelandet, die dann bei 4.000, 5.000 Euro liegen. Du hast eine gigantische Sammlung. Erklär doch mal Leuten, die keine Ahnung von Game One Jerseys haben, wo der Unterschied zwischen normalen Jerseys liegt. Klar, es steht schon im Namen eigentlich, aber woran erkennt man ein Game One Jersey? Speziell in der Regel an Spielspuren. Es gibt auch Authentic-Trikots, die sind identisch mit den Spielertrikots. Dann kommt es dann darauf an, ob ein extra Patch im Saum vorhanden ist. Bei älteren Trikots kann es sein oder bei neuzeitlichen DEL-Trikots zum Beispiel, dann haben die Fan-Trikots gar keine Patches drauf. Außer es gibt Authentics von dem jeweiligen Set und die Game-One-Trikots, die haben dann eventuell dann alle Patches drauf oder halt noch einen zusätzlichen Game-One-Patch. Und bei älteren ist es halt ganz einfach aus den 90er Jahren, wo was genäht ist, ist in der Regel auch ein Game One-Trikot. Dein Lieblingsstück? Mehrere. Von den Masken jetzt zum Beispiel, eigentlich die von Robert Müller. Und von den Trikots her ist es auch schwer auszumachen, weil ich kann es ja mal zeigen. Das ist ein altes Haie-Trikot aus der Saison 79-80 vom Vater vom jetzigen Mannheim Captain Markus King vom Georg King. Aber emotional gesehen ist es ein Game One-Trikot vom Leon Dreiseitel von Edmonton, weil er das trug beim Spiel in New York, wo ich anwesend war. Geschichte hattest du gerade schon erzählt. Erzähl uns den Hintergrund. Ich denke, das ist eine interessante Geschichte. Zu dem Trikot. Jetzt, ja, ich hatte vor ein paar Jahren Urlaub gemacht in New York und ich verbinde das dann immer mit Sportevents. Ich war auch beim Footballspiel, aber halt, wie der Zufall es wollte, hat dann meine große Fanliebe halt die Rangers. Die haben gespielt gegen Edmonton, ja. Und dann habe ich halt durch Zufall später dann auch mal geguckt, wo man die Game One Trikots herkriegen kann. Und letztendlich ist es aus dem Spiel geworden, ein New York Rangers Game One Trikot von Mark Stahl. Dann der Oilers Gamer vom Leon Dreiseitel und der Puck zum 4-2 Endstand. Ja, aber letztendlich waren die paar Trikots ja, bestimmt das Zwei- oder Dreifache vom ursprünglichen Preis, was überhaupt die Reise gekostet hat, damit man da jetzt mal eine Einschätzung hat. Das ist eine gute Überleitung. Wenn ich mir hier die ganzen Jerseys so angucke, das ist ja auch ein enormer Wert. Wie bekommt man das im Einklang mit dem Alltag, mit den alltäglichen Sachen? Weil das ist ja schon eine ordentliche Summe, die hier hängt. Ja, man muss sich begeistern können für das Hobby. Man muss bereit sein für ein Stück Stoff zu sagen, ich lege da auch mal 1.000, 2.000 oder auch mal 5.000 hin. Und wie gesagt, es gibt noch ganz andere Sammlerkollegen, die mit
die noch eine ganz andere Sammlung haben, qualitativ gesehen, die auch mal 10.000, 20.000 für ein Trikot hinlegen können. Das kann ich so nicht. Vieles ist auch Glück, man macht natürlich auch Schnäppchen, das kann auch sein. Man kann auch ein 2.000, 3.000 Euro Trikot für 200 Euro kriegen. Aber es halt primär geht es halt darum, man muss es lokalisieren, was schon Arbeit genug und man kann es nicht planen. Also ich habe jetzt auch nicht geplant, dass dieses alte Haie-Trikot vor gut 2 Wochen zu mir kam. Ich habe den Kollegen vom Nachbarstand gerade schon gefragt, Trikots waschen oder nicht? Moralische Frage. Man kann sie waschen, man muss es aber nicht. Es kommt aber immer darauf an, wenn der Vorbesitzer, ich sag's mal, starker Raucher ist oder er sie im Stadion anhatte mit Bratwurstflecken, Bierflecken, dann kann man sie waschen. Wenn ich sie regulär kriege, in gutem Zustand und geruchsneutral, wasche ich sie nicht. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Super, danke schön. Und viel Spaß noch. Jo, danke. Hallo, ich stehe jetzt hier mit dem Max. Hallo Max. Hi. Du hast eine kleine Sammlung, wie ich sehe. Wie bist du dazu gekommen? Ja, im Endeffekt fing es so an mit 13. Da fuhren die Spieler immer an der Bremenstraße schön mit den aufgenähten Sachen am Trikot rum. Und das fand ich geiler als irgendwelche Fan-Trikots, wo nichts aufgenäht ist. Und das fing dann nach und nach so an. Also wurde immer mehr. Ja, also wie gesagt, da sagst du es schon, also Fan-Trikots ist für dich keine Option. Das muss schon das original getragene. Genau, also Fan-Trikots, ich meine, ist auch schön, aber das originale Trikot hat jedes Trikot eine eigene Geschichte. Und das ist das Interessante, was mich daran reizt. Also. Okay, ja, die Geschichte. Wahrscheinlich hast du hier ein paar Schmuckstücke dabei. Zufällig eine, wo du direkt eine große Geschichte zu hast, die dich berührt, oder? Oh, da gibt's zu viele, glaube ich. Also das ist jetzt eine echt schwere Auswahl. ich meine, wir können das nehmen, was hier am Tisch liegt. Also das ist das Trikot von Daniel Kreuzer, in dem er rausgeschnitten wurde und was auch im Endeffekt schlussendlich das Karriereende bedeutet hat. Er hat danach zwar noch mal ein paar Spiele gemacht, aber das war es dann auch. Also ich finde, ne, wer hat denn schon ein zerschnittenes Trikot zu Hause rumliegen? Ja, die schmeißen es weg. Genau, und das hat definitiv eine Geschichte. Ja, wie viele Trikots hast du in deiner Sammlung? Viele. Viele. Die große Frage. Wir stehen jetzt hier auf der Trikot-Expo. Verkaufst du die wirklich alle oder ist es mehr Ausstellen? Also du möchtest dich wahrscheinlich von deinen Schmuckstücken eigentlich nicht wirklich trennen, oder? Nein, natürlich nicht. Also im Endeffekt habe ich meine private Sammlung und es gibt ein paar Trikots, die auch zum Verkauf stehen, weil es auch im Laufe der Jahre einfach viele geworden sind. Und ich glaube, das, was im Rücken zu mir ist, ist auf jeden Fall komplett unverkäuflich. Und links, so der erste Ständer, da kann man auch gerne mal zuschlagen. Wie viele Köln-Trikots hast du in deinem Besitz? Kein einziges. Entschuldigung, diese Frage musste ich stellen, denn der Andreas hat mich bestochen, dass ich das mache. Das musste sein. Du hast auch noch ein paar andere Game-Worn-Sachen wahrscheinlich hier, aber der Hauptaugenmerk liegt für dich beim Sammeln von Trikots oder bist du da offen für alle Utensilien? Also mittlerweile ist es eigentlich nur noch Trikots. Früher hat man alles mitgenommen, was man bekommen konnte. Es nimmt halt auch einfach mega viel Platz weg irgendwann. Ich meine, wenn jetzt eine Torhüter-Maske auftaucht, von Düsseldorf musst du zuschlagen, weil Torwartmasken gibt es nicht so häufig. Und das reizt einen auch mal ziemlich, so eine Maske zu besitzen. Dann möchte ich tatsächlich noch fragen, weil das habe ich mir gerade auch gestellt, wenn ich mir so deinen Stand anschaue, wie lagerst du das? Hast du eine komplette Garage für frei, mehrere Räume? Weil es sieht mir nicht so aus, als würde alles in einen Raum passen. Also zum Teil lagere ich das aus quasi woanders und die ganzen Trikots sind schon bei mir zu Hause aufgehangen an einem eigen konstruierten Metallkonstrukt quasi, also dass es auch hält. Sau cool. Also Respekt für deine Sammlung. Ich sehe da auch, wir sind als alte Oberhausen, ich sehe sogar ein Revierlöwen-Kreuzer-Trikot. Vorbildlich. Richtig. Es war auch schwer da ranzukommen. Das war nicht einfach. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und danke, dass du uns den Einblick gegeben hast. Gerne. Gut, das waren unsere Eindrücke von der siebten
Game One Jersey Expo hier in Düsseldorf. Was haben wir gesehen? Wir haben viele begeisterte Sammler gesehen, die viel Leidenschaft in ihr Hobby reinstecken, viel Geld vor allen Dingen. Und wir haben auch einige Schätzchen gesehen, würde ich sagen. Coole Geschichten. Coole Geschichten. Marco hat mit unseren amerikanischen Freunden, die da waren, die wirklich eine weite Reise hinter sich haben, nur für Game One Jerseys auch, ne? Ja, und sie sind auch hier für eine Hochzeit. Konnte man gut miteinander verbinden, aber sie wären, glaube ich, auch gekommen nur für die Jersey-Börse. Ja, sau viele interessante Leute, alle gesprächsbereit, alle teilen ihre Geschichten. Also auch wenn jetzt Geldbeutel nicht prall gefüllt ist, war das eine sehr, sehr interessante Geschichtsstunde. Wirklich, wir haben tolle Teile gesehen, Uni-Trikots von aktuellen NHL-Spielern, Werenski von Michigan. Also da steckten schon viele schöne Erinnerungen für die Leute hinter und man hat einfach in den Blicken einfach die Leidenschaft gesehen, die dahinter steckt und ja, das da hat man auch einfach gemerkt, welche schöne Kraft eine Leidenschaft hat, die einfach komplett ausgelebt werden kann. Also wie gesagt, war ein super schöner Tag und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mir ebenfalls, muss ich sagen, wie du schon sagtest, gerade viele nette Leute auch. Da hat sich heute, war nicht nur irgendeine Expo, da haben sich auch viele Freunde getroffen, die das gemeinsame Hobby teilen. Wirklich eine feine Sache, kann man sagen. Ja. Mit diesen Worten können wir uns auch hier aus Düsseldorf verabschieden. Ja. Kommt beim nächsten Mal vorbei, besucht solche Sachen. Lohnt sich definitiv. Und die Leute, die das veranstalten, das Ganze, haben es auch verdient, dass sich einige Leute mehr dafür interessieren. Und ich denke, es wird genug Interessenten geben, die sich für Game One Jerseys interessieren. In diesem Sinne, wir sehen uns.